Hallo, meine Frau gärtnert gerne und aus dem Grunde wollte sie schon immer mal ein Hochbeet haben. Ich hatte ihr das also schon vor geraumer Zeit versprochen und wie das so ist, ich bin da nie zugekommen. Letztes Jahr im Sommer, leider war die Pflanzsaison schon etwas angefangen, bin ich dann endlich so weit gewesen, dass ich das realisieren konnte. Es war ziemlich heiß, das eine oder andere Gewitter zog draußen immer vorbei und deswegen habe ich viele Sachen in der Werkstatt schon vorbereitet, also sozusagen teilkonfektioniert. Leider ist mir zwischendurch mal irgendwie Sonnenschutzcreme oder sowas auf die Linse gekommen und ich habe es nicht bemerkt. Also bei einigen Fotos oder bei einigen Videosequenzen ist die Linse etwas verschmiert. Also ich bitte um Entschuldigung. Angefangen beim Bau des Hochbeets bin ich mit dem Ausnivellieren. Das heißt, ich musste erstmal den Platz dafür schaffen. Wir haben eine leichte Hanglage bei uns am Garten und das Hochbeet musste natürlich in die Waage gebracht werden. Dazu möchte ich jetzt erstmal für die Leute, die das eventuell nachbauen, die Maße mal angeben. Also mein Hochbeet hat die Seitenmaße von 1,95 m, also die Längsbretter. Die Querbretter, also die kurzen Seiten, die Stirnseiten sind 99 cm breit plus die Brettstärke, das wären so über alles dann 1,03 m. Die Höhe ist, also von den Brettern jetzt erstmal nur, sind 79 cm und genauso hoch sind auch die Pfosten. Die Pfosten habe ich hier auch aus den Brettern gemacht. Die haben eine Breite oder ein Maß von 8 mal 9 cm. Ja, ich muss das hier zum Teil ablesen. Ich habe die Sachen natürlich nicht mehr im Kopf. Die Höhe über alles des Hochbeets war dann nachher von der einen Seite 85 cm vom Boden aus und von der anderen Seite 90 cm, also jeweils von den Längsseiten. Wie gesagt, Hanglage. Der Rahmen oben drauf, der ist 2,5 m lang und 1,12 m breit, das ist also das Außenmaß, und 14 cm breit. Und damit kann ich auch gleich zum nächsten Thema kommen. Als Material verwendet habe ich hier Douglasie aus dem Baumarkt. Rauschbund nannte sich das Material. Und das war einseitig gehobelt schon, beziehungsweise beidseitig, weiß ich gar nicht mehr genau, mit Nut und Feder. Und es ist keine besonders hochwertige Qualität, aber für so ein Außenprojektor also völlig ausreichend. Schrauben, die ich verwendet habe, waren Torx-Schrauben, alles aus Edelstahl. Nachher die Winkel für den Rahmen waren auch aus Edelstahl. Alle Schrauben, die ich da auch verwendet habe, sind Edelstahl. Das Einzige, was nicht aus Edelstahl ist, ist der Schneckenzaun, der nachher dran gekommen ist. Der ist verzinkt. Aber ich hoffe mal, er wird auch dann noch halten. Gut, wie ich schon gesagt habe, habe ich auch keine einzelnen Pfosten gekauft, sondern habe diese Pfosten aus den Brettern gemacht. Da habe ich also agiert, dann verleimt. Und nachher auf das Endmaß an der Säge zugeschnitten.
Da ich die Außenbretter auf die Pfosten direkt auf oder verschrauben wollte oder mit dem Pfosten bündig verschrauben wollte, habe ich die Pfostenträger unten eingelassen. Das war auch insofern ganz gut, weil die ein bisschen schmaler waren als die Breite der Pfosten selber. So war das dann auch kein Problem. Bei den Pfostenträgern habe ich übrigens auch zwei etwas größere Löcher, so zwischen 10 und 12 mm gebohrt, damit ich nachher die Seiten problemlos unten befestigen konnte, die Seitenteile. Die Seitenteile habe ich in der Werkstatt vormontiert. Also die Pfosten waren ja nun schon fertig und die Bretter habe ich halbiert, also wie üblich. Die Seiten einmal vorgeschnitten, dann im Endschnitt, sodass es sauber war und habe die dann auf die Seitenteile montiert. Längsseiten, die konnte ich natürlich nicht in der Werkstatt montieren, sonst hätte ich das ganze Hochbeet hier nicht rausgekriegt. Die musste ich natürlich draußen machen. Die habe ich hier nur auf Länge zugeschnitten. Das Hochbeet ist dann also außen montiert worden. Das heißt also, die Längsseiten, Längsbretter sind mit den schon vormontierten Stirnseiten verschraubt worden. So, das ist dann sozusagen ein Kastenlager.
Nachdem das Beet, das Hochbeet in der Rohform sozusagen fertig war, habe ich es auf den Platz gestellt, auf dem es stehen sollte, und habe es jetzt mal in der Höhe ausnivelliert, einfach provisorisch mit ein paar Steinen, und konnte so eben das Maß nehmen für die Löcher der Pfostenträger, also die Aufnahme für die Pfostenträger nach unten. Nachdem ich die Pfostenlöcher dann markiert hatte, habe ich das Beet wieder, das Hochbeet wieder an die Seite gestellt und habe die Löcher ausgehoben. Danach ist das Beet dann wieder umgedreht worden, und nachdem das Hochbeet mit den vier Außenpfosten in die Waage gebracht worden ist, werden jetzt auch die mittleren Pfosten angeschraubt. Unterteile der Pfostenaufnahmen, die standen ja jetzt in den Pfostenlöchern drin, wurden diese dann mit Beton ausgefüllt, also erstmal mit getrocknet, und anschließend wurde Wasser angegossen, so dass sich der Beton über Nacht verfestigte. Ich habe den Beton nicht bis ganz oben hin gemacht, sondern so vielleicht 5 cm vom Rand gelassen, damit ich dann auch noch Platten da rüberlegen konnte. Hier kann man übrigens auch schön sehen, dass das Holz des Hochbeets nicht bis auf den Boden geht. Das war also auch Sinn der Sache. Das sollte eben nicht permanent mit dem Boden in Kontakt sein. Um trotzdem unten die Löcher zu schließen, die Hohl oder die Öffnungen an der Seite zu schließen, habe ich Kantensteine genommen, die ich hier noch liegen hatte. Die waren zum Teil schon angebrochen oder so, aber das spielte auch gar keine Rolle. Die habe ich da reingeschnitten und habe die so ein bisschen mit Boden provisorisch festgestampft. Nachher wird das ganze Beet ja sowieso mit Boden verfüllt, und drückt dann diese Steine an die Seiten. Also sie stehen dann bombensicher da drin. Das hat dann auch nochmal den Vorteil, dass die Steine so ein bisschen zurückgesetzt sind, sodass man dann auch mit den Füßen da besser von außen rankommen kann. Hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr versetzen können, aber das war mir jetzt zu umständlich. Nach dem Setzen der Kantensteine habe ich dann von unten Hasenrad angebracht. Den habe ich so ein bisschen provisorisch vorgebogen und habe dann den Hasendraht da so ein bisschen an die Form des Beetes und der Steine so ein bisschen angepasst und verschossen. Unten im Boden habe ich so ein paar Heringe reingesetzt, damit sich das nicht hier gehoben hat. Überwiegend dafür, damit das vernünftig lag und ich das auch einigermaßen verlegen konnte. Nach dem Hasendraht ist Teichfolie angebracht worden von innen. Alternativ könnte man auch diese schwarze Noppenfolie nehmen, die man beim Hausbau von außen nimmt, oder irgendwas in der Art. Jedenfalls, ich habe Teichfolie genommen. Die Teichfolie war eher ein bisschen zu breit. Habe dann also die ganze Breite einmal abgeschnitten und habe diese abgeschnittenen Teile genommen und habe die sozusagen als Sicherung, als Schutz vor diese Kanten des Hasendrahtes geschossen,
Das hat wirklich nur den Sinn, dass wenn nachher der Boden da drauf drückt, eben mir die Teichfolie nicht kaputt geht. Ich habe darauf geachtet, dass ich möglichst wenig Löcher reinmache. Unten wurde es überhaupt nicht angeschossen. Das wurde, ist ja dann mit dem Boden eine Seite ausgedrückt worden und dann liegt sie ja sehr fest an. Und im oberen Bereich habe ich sie eigentlich nur auf die Stirnfläche angeschossen. Und über die Stirnfläche kommt ja nachher der Rahmen, sodass auch da keine Feuchtigkeit rankommt oder nur sehr wenig. Beim Herstellen des Rahmens habe ich die Bretter stumpf aneinander gelegt und habe die verdeckt von unten verschraubt mit diesem Undercover-Jig von Wolfcraft, was ich hier habe. Und das klappte also auch ganz gut. Ich weiß gar nicht genau, ob ich da noch Leim zugegeben habe. Ich glaube ja. Der Rahmen an sich ist mit Edelstahlwinkeln von außen angebracht worden und auch entsprechenden Edelstahlschrauben. Der sitzt da ziemlich gut drauf. Falls sich da über die Jahre mal Verrottung einstellen sollte, dann werde ich den Rahmen einfach erneuern. Das ist ruckzuck gemacht. Plus habe ich noch ein paar kleine Finish-Maßnahmen gemacht. Der Rahmen, der ist, da sind die Ecken abgesägt worden, so dass die Verletzungsgefahr ein bisschen geringer ist, damit man sich da nicht dran stößt. Und ein bisschen abgeschliffen worden, die Seiten ein bisschen angefasst, damit man sich keine Splitter reinzieht. Schneckenzaun ist noch rumgekommen. Okay, Grund ist klar. Hat übrigens bislang sehr gut geholfen, denn wir haben das Beet natürlich, obwohl Sommer war, schon mal getestet mit Sachen, die auch so ein bisschen verspätet noch eingepflanzt werden konnten. Was noch gemacht wird, ist, ich werde noch Platten rundherum legen, Platten oder Kantensteine, sodass kein Rasen in direkter Nähe des Hochbeetes wächst, sodass da auch keine Feuchtigkeit an die Bretter kommen kann, beziehungsweise Feuchtigkeit möglichst schnell abtrocknen kann. Also dieses Außenprojekt fand ich ganz schön, hat mir also wirklich richtig Spaß gemacht. Die Idee für dieses Hochbeet habe ich mir natürlich im Internet abgeguckt. Also jetzt nicht exakt so, wie ich es gebaut habe, aber in der Art, ist das natürlich jetzt nicht das erste, was gebaut worden ist. Ich habe das nur ein bisschen auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Grundsätzlich könnte man dieses Hochbeet ja auch beliebig lang machen. Also die Breite ist eigentlich so vorgegeben. Da kann man so ein bisschen variieren, aber da lässt sich nicht viel dran machen. In der Länge kann man es aber eigentlich beliebig lang machen. Dann müsste man eben nur die Seiten Bretter ein bisschen so in Verbund setzen,
Also 2 und 3 Meter Bretter so ein bisschen abwechseln, so dass das ein bisschen Festigkeit kriegt. Und dann würde ich natürlich auch immer empfehlen, noch eine Gewindestange dann quer einzuziehen. Auf eine Imprägnierung habe ich ganz verzichtet. Ich denke, wenn irgendwie Verrottungserscheinungen auftreten, werde ich da die Bretter einzeln erstmal dann ausbessern bzw. erneuern. Schönen Dank fürs Zuschauen.